So, herzlich willkommen. Damit. Da mich meine Mutter noch nicht sehen möchte und ich das Wetter noch nicht sehen möchte, habe ich mir entschieden, ich mache nur noch ein paar Aufnahmen. Vier an der Zahl wahrscheinlich. Von daher würde ich mal sagen, ist hier alles dreckig, weil ich gerade Mittag gegessen habe. Also, Vesper vielmehr. Meine Fresse, das geht ja hier gar nicht. Das sieht ja aus wie bei mir zu Hause. Wait. So, ich habe schon die Maus verstellt. Danke dafür. So, mein Platz ist auf der Kamera so dunkel. Ich brauche da mal Beleuchtung. Ah, hilft auch nicht viel. Ist halt einfach alles schwarz hier, ne? Und schwarz sieht auf der Kamera bekanntermaßen ganz schön schwarz aus. So, die Kamera hier, Mikrofon jetzt zurückstellen. Okay. So. Test, Test. Hallihallö. Gut, das funktioniert alles. Meine Frisur sitzt, mehr oder weniger. Mein Bart. Ja, sehr schön. Okay. Die Kamera flackert schon wieder. Hallo? Ein Weißabgleich. Apropos Weißabgleich, ich kann mal den Karton hier mittlerweile wegnehmen. Das wird direkt wieder ein bisschen heller. Direkt ein bisschen zu hell. Ja. Es war draußen bewölkt, as fuck. Wie gesagt, es nieselt die ganze Zeit. Aber, und so hänge ich. Aber, es ist noch nicht so. Ah, geht schon besser. Die Kamera regelt ganz schön hell, kann das sein? Normalerweise regeln doch Kameras immer so ultra, ultra runter. Ja, die hier zum Beispiel, ne? Die hier, also die da, ne? Bei der ist es ultra dunkel und bei der ist es ultra hell. Also irgendwie ist der Weißabgleich nicht ganz so geil. Ich meine, das Schöne ist ja, ich kann ja eigentlich auch hier die Kamera einstellen. Nee. Da. Kamera Control. User Control. Brightness. Ah, ich sehe, das sieht doch schon besser aus. Kann ich jetzt den Karton hier wegnehmen? Okay. Das ist nur die Softwareregelung. Das ist nicht die Hardwareregelung. Da sieht das total überbewertet aus. Machen wir hier mal wieder 0. Wo ist denn die Belichtungszeit? Sharpness, Backlight Composition. Exposure. Aha, manuell. So, und da gehen wir jetzt einfach mal hoch auf. Ah, das sieht schon besser aus. Ja, ich bin der Böse. Gut, das ist natürlich viel zu heftig. Ja, das ist doch schon viel wesentlich besser aus. So, ich jetzt die Karton wegnehme. Ja, siehst du, jetzt sieht das Ganze auch schon wesentlich fröhlicher aus. Das sieht auch schon gut aus. Kann ich jetzt auch ein zweites Fenster nehmen? Ah. Bei dem öffne ich die zweite Kamera. Oh, hier habe ich gar kein Kamerakontroll. Warum das denn? Ja, ich meine, das Problem ist halt hierbei, das muss ich halt jedes Mal neu einstellen. Weil, wenn ich das hier raus mache, dann die Kamera deaktiviere, dann stürzt mir OBS ab. Mach ich mal lieber nicht. Fakt ist auf jeden Fall, das Ding wird jedes Mal wieder auf automatisch gestellt. Und damit. Ja. Ja. Egal, jetzt einfach mit dem Karton. Das hat bisher gut funktioniert. Ich weiß zwar nicht, warum das so kompliziert ist. Warum die so hell A regelt. Wie gesagt, das Seltsame ist, bei der hatte ich ja auch keinen Kontrollregler. Vielleicht arbeitet die einfach anders. Ich meine, es ist ein anderes Modell. Die hat ja keinen Autofokus. Die hat ja hier Autofokus. Man kann also auch daran liegen, dass die ein bisschen anders arbeitet. Ist doch völlig egal. Komm. 5 Minuten vergeudet. Für nix und wieder nix. Hatsune Miku wartet schon.
Also halt, erstmal Wein. Bitte schenke mir ein Wein ein. So. Ein bisschen sehr leise. Ein bisschen lauter hier. So. Fahren. Mission hatten wir ja schon. Wir waren ja gerade in der Werkstatt. Genau. Lass uns loslegen. Meinetwegen. Biege nach rechts ab. Hab vergessen zu blinken, ne? Mensch, da fahre ich mal eine halbe Stunde kein Eurotalk-Simulator und schon habe ich alles vergessen. Alles verlernt hier. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Boah. Diese Ausfahrt. Biege nach links ab. So. Let's go. Alter, voll die Sonne hier. Holy moly. Ah, nee, so sieht man die gar nicht so sehr. Aber so sieht man die. Da siehst du richtig, wo die Sonne ist. Das Spiel mit HDR. Digga, das wäre was. Das wäre heftig. Boah. Sehr schön. Guck mal, was für geile Schatten die Sonne macht. Gerade wo der LKW jetzt vor uns war, diese Schatten, die der LKW, oder auch der jetzt vor uns, der LKW, was die für richtig geile Schatten werfen. Warum kann man sowas nicht mit den ganzen Laternen machen? Das wäre so geil. Jetzt ist sie natürlich weg. Jetzt ist sie wieder da. Naja. Schöner Sonnenuntergang. Schöner Sonnenuntergang. Guckt ihr euch die Sonne an. Ist sie nicht genial? Wir fahren viel zu schnell. Was ist denn los hier? Alter Schwede. Boah, dieser Sonnenuntergang, Alter. Ich meine, im echten würde man so nicht fahren, dann würde man die Sonne voll in die Fresse bekommen. Da hat man normalerweise so ein Reload, den man den runterfahren kann. Aber geil. So, wir müssten schlafen. Tank ist fast leer. Wie sieht denn? Wir brauchen 5 Stunden und haben 19 Stunden. Da ist ein Unfall. Tja. Fahren wir auf die nächste Raststätte rauf? Macht fast Sinn, ne? Ja, doch, klingt gut. Okay. Fahren also auf die nächste Raststätte, an der wir vorbeifahren. Mein TV flackert. Also jetzt nicht mehr. Ging aber gerade kurz aus und wieder an. Wird der etwa schon altersschwach? Ich hoffe mal nicht. Naja. So, dann müssen wir runter. Oder? Nee, müssen wir nicht. Egal. Als LKW müssen wir eigentlich sowieso rechts fahren, von daher. Boah, guckt euch diese Wolkenformation an. Holy moly. Oh, schon verschwindet die Sonne, weil wir jetzt um die Kurve fahren. Das ist ja schade. Nee, du, nicht geil. Oh, guck mal. Weg, alles weg.
deprimierend. Ja, und die ganzen Laternen hier, die haben wieder alle keinen Schatten. Das ist doch so blöd. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber ist irgendwie schon echt vergeudetes Potenzial, genauso wie das fehlende Licht von mir. Hä? Muss ich das nach jedem Spielladen aktivieren? Das wäre ja, ist ja Katastrophe. Nein. Licht. Was ist mit der Kamera passiert? Ja. Da sieht schon besser aus. So, dann fahren wir hier mal rauf. Wir müssen hier nach neu berechnen. Da lang und dann können wir hier direkt uns einweisen lassen. Keine Ahnung. So, Motor aus und dann let's go. Boom. Jetzt haben wir wieder so einen Aufgang. Sehr geil. So. Tanken brauchen wir eigentlich noch nicht, aber wenn wir eh schon hier sind, ne, dann macht das einfach Sinn. Straße frei, sehr schön. Alter, guckt euch diesen Höhe. Oh, Alter, wie geil sieht das denn aus? Holy moly. Im rechten Rückspiegel kann ich schon die Sonne sehen. Sieht das genial aus? Da kriegst du ja eine Krise. Tja, irgendwie schon schade, dass zwar der rechte Spiegel aktivierbar ist, genauso wie der linke Spiegel aktivierbar ist. Aber die Weitwinkelspiegel leider nicht eingeblendet werden können, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Ah, da oben formatiert sich schon wieder Regenwolken, oder? Die sieht doch aus wie Regenwolken. Na super, gibt's ja gleich wieder Regen. Und wir fahren schon wieder viel zu schnell. Ja, das sieht der Regen aus. Hinter uns. Ist alles voll mit Regenwolken jetzt. Mann, du. Oh. Schöne Wetter schon am Arsch hier. Na egal. Wir sind eh bald da. Ja, wobei, jetzt klärt sich das wieder auf, ne? Nice. Mensch, ist ja wie im echten Leben. Voll spannend, die Wolken zuzugucken. Was die so machen im Leben. Oder auch nicht. Ja. Leider sitzen wir so extrem tief, also extrem hoch. Ich meine, im echten Leben könntest du einfach mal mit dem Kopf so machen. Oder, ne, besser hochgucken können. Das geht im Spiel leider nicht so einfach. Na gut, ich meine, im Echten könnte man, auch wenn man jetzt hier so nach rechts guckt, einfach mal so am Außenspiegel vorbeigucken. Geht hier auch nicht, leider. Da müsste man sowas wirklich schon mal, siehst du, kann man, gibt's für Euro Truck Simulator so eine, ja, ich sag jetzt mal VR-Version? Das wäre geil, ne? Warum fährt der, ach so, ups, ich war zu schnell. Hier ist so 70 erlaubt. Sowas wäre mal geil, Digga. Euro Truck Simulator in VR spielen. Und ich muss herausfinden, wie ich es schaffe, Euro Truck Simulator mit Multiscreens zu spielen. Ich meine, ich habe ja hier drei Bildschirme. Ha? Ich meine, gut, im Let's Play ist es schwierig, weil im Let's Play, ihr habt bloß ein Video, was ihr gucken könnt. Aber für mich so selber zum Spielen, oder zum Schrauber? Ist das ein Unfall? Da wird halt geil, ne?
Und ich habe auch schon geguckt, ich habe mir das Spiel auch mal testhalber über Steam installiert tatsächlich. Ich habe, ja, da habe ich mir die Mühe gemacht. Aber auch mit der Steam-Version kriege ich keinen Multiscreen-Support hin. Finde ich ein bisschen schade. So, muss hier bei so runter. Weniger reden, mehr auf die Straße achten, mein Freund. Sonst klatscht es sie und zwar kein Beifall. Warum darf ich nur 70 fahren? Was ist denn los hier? Ist ja voll Verschwendung von Potenzial. Geht's da wieder rauf? Ja, da geht's wieder rauf. Und da darf ich wieder 80 fahren. Sehr schön. Da kommen mir ja glatt die Freudetränen. Fragezeichen. Können wir da hin? Nee, können wir nicht. Voll schade. Ey, hallo? Ich will weg haben. Weg da. Fahrt vorsichtig. Ja, ja. Du mich auch. Ah, da links ist aber auch schon ganz schön dunkle Wolken. Aber bloß so vereinzelte. Der Himmel an sich ist noch relativ klar. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, schöne Wälder. So, noch 3 Stunden brauchen wir. Sieht eigentlich schon mal sehr gut aus. So, wir haben jetzt 8000 Euro. Wir bekommen irgendwas. Wie viel bekommen wir? Steht das denn? Ach, da 13.000 bekommen wir Auftragsvergütung. Dann haben wir also wieder 20.000 Euro in der Potte. Wir haben ja jetzt am Ende der letzten Folge, habe ich ja ein bisschen unsere Kredite umgeschichtet. Ja, weil wir von den Krediten schon wieder ein bisschen was abbezahlt hatten. Und da man die Kredite erkündigen und neu kreieren kann, wie man lustig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich einfach mal die Kredite, weil die alle schon angefangen waren, konnte ich tatsächlich 2 neue Kredite aufnehmen mit 200.000 und damit die 3 alten Kredite komplett tilgen. Und habe immer noch am Ende 9.000 Euro übrig gehabt. Für die, die das Ende nicht gesehen haben. Was ist hier los? Stau auf der 10 oder was? Fahrt voraus, ja. Genau. Für die das Ende der letzten Folge nicht gesehen haben, wo ich ja schon gesagt hatte, dass die Folge eigentlich schon vorbei war. Als Information. So. Alter, warum fahren die hier so langsam? Fahren die halt direkt auf. Mach hin, weg da mit dir. Danke. So, mal überholen hier. Ey, die fahren hier 60. Verarschen? Kann ich mich selber. So. Wollen wir mal schnell hier? Damit wir den ganzen Verkehr hier aufhalten. Ah, da vorne ist schon wieder Unfall.
Dann müssen wir eigentlich fast da sein, ne? Naja. 140 Kilometer haben wir immer noch vor uns. Schon noch ein Stück. Ach, Eminächen. Ich werde da schon wieder müde. Was ist denn da los? Wie schnell wird man denn bitte müde? Ich bin doch gerade mal 3 Stunden auf Achse. Haben die Langeweile? Nächste Pause ist jetzt in 8 Stunden. Ich bin jetzt schon wieder hier um. Fällt es mir wieder an, sich blau zu füllen. Ist ja schon ganz schön heftig. Nee, nee, nee. Der Bus hat ja wohl auch schon einen Speed auf dem Tacho, ne? Was tue ich denn da? Wollte gerade gucken, ob er hinten einen Sticker drauf hat. Weil normalerweise können Reisebusse auch nur 80 fahren. Aber der hat keinen Sticker drauf. Schon wieder Baustelle. Nee, nee, nee. Überall wird hier gebaut, Alter. Sind wir hier in Berlin oder was? Wobei, bei uns wären noch mehr Baustellen. Tja, was hier ein bisschen fehlt bei der Simulation, wo wir gerade hier über Berlin sprechen, ist so Stau. Also jetzt so richtig Stau. Das fehlt hier irgendwie, ne? Ich meine, Umleitung und sowas alles gibt es, aber wirklich richtig Stau wird hier nicht simuliert. Obwohl ja eigentlich gerade im echten Berufsleben als Trucker, da bist du ja fast immer im Stau unterwegs. Also, ne? Lässt mich vorbei oder nicht? Ja, er lässt mich vorbei. Sehr schön. Sowas fehlt dir wirklich. Dass man einfach mal wirklich so wie im echten, weißt du hast Termindruck, na? Und dann hast du aber erstmal 80 Kilometer Stau. Dann weißt du ganz genau, deine Frau kannst du heute nicht beglücken. Oh, da hinten völlig schöne alte Kirchengebäude oder was das auch immer darstellen soll. Oh doch, ist ein Glockenturm. Alt-Stasi, Stasen. Die alte Stasi, ha! Oh, da vorne schon wieder, Dexter Bumser. Gehen wir mal direkt nach links. Ah, ne, wissen wir gar nicht. Ist zweispurig. Euro Globs, ja. Das kommt mir wirklich vor, wie hier bei der Stasi. Bitte links halten. Mit Vergnügen, weil die brauchen hier ewig. Okay, ich muss sowieso nach links. Ha. Und da wäre ich beinahe falsch abgebogen. Weil ich es erst so spät realisiert hätte. Ja. Wie, jetzt war schon wieder so schnell? Tatsächlich. Ich glaub das, ne? Oh, ich beschleunige. Oh, halt mal die Bremse fest. Noch 30 Kilometer, yay, wir sind fast da. Neues Gebiet hier, sieht alles so anders aus, oh mein Gott. Sind wir noch auf dem Planeten Erde? So, dann kommt wahrscheinlich die Abfahrt, ja. Gut, ist das vielleicht ein bisschen zu früh geblinkt, aber hey. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann wissen wir schon mal, was hier drauf zukommt.
Ah ne, noch bleiben wir auf der Autobahn. Nimm die Ausfahrt rechts. Alter, wie eng ist denn das hier bitte? Ah, davon ist noch schon das Ziel. Sehr cool. Fährt er mir da hinten fast rein, Alter? Ich dachte, hier ist Reißverschlussprinzip. Oh, Rom. Oder ist das Rom? With only memory. Ist das auch noch RAM? Direkt mal recherchieren. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. So, ich weiß warum. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Warum gibt es keine Angabe wie in 50 Metern links abbiegen oder sowas? Ja, da musst du immer aufs Navi gucken, was sie mit demnächst meint. Ab. Ja komm, fahr nur nie. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So. Freie Buffet Marzipan. Okay. So, schön über den Hügel hier. Ja, mit Schmack ist hier. Boom, Alter. Wow, die Federung. Die kann arbeiten, ey. Holy moly, holy moly. So. Was heißt holy moly eigentlich? Ich meine, holy heißt heilig. Aber moly? Was soll das sein? So. Ausgezeichnet. Sehr cool. Oh, wir haben ein neues Level. Fortfahren. So, was aua. Was machen wir? Auf die Zunge gebissen. Fernfahren. Der hätten wir nochmal 300 Kilometer mehr. Das wäre schon... Ja gut, fürs Let's Play wahrscheinlich ein bisschen zu lang, die Strecken denn. Dann fahre ich ja hier über 3 Folgen oder sowas. Keine Ahnung. Hochwertige Fracht. Ja, das hier gibt es halt kaum was. Weißt du, 5% mehr. Wow. Vor allem Vergütung. Wer braucht Vergütung? Ich brauche Experience. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch nur mehr Vergütung. 5%. Also die beiden Sachen bringen gar nichts. Ja. Also noch nicht. So, hier. Neue Vergütung. Höhere Vergütung. Anstieg einer richtigen und dringenden Lieferung. Hier sogar nur 3% mehr. Alter, wow. Ich meine, gut, insgesamt kann man dafür sagen, man hat insgesamt dafür 8% Anstieg, okay. Ja. Was bringt uns das hier eigentlich? 10% Kraftersparnisse? Machen 10% so viel Unterschied? Ich glaube, ich mache mal hier vorne lieber was. Nein, du nicht. Das heißt, wir gucken mal, explosive Stoffe, nee, Gase ist noch weit verbreitet. Das können wir uns schon mal vormerken. Dann haben wir noch brennbare Feststoffe. Ist auch eher nicht so. Was gibt's denn da? Ja, Magnesium, Sicherheitsstreckzoll, Streichhölzer, dies, das Ananas. Ätzende Stoffe. Das wäre halt in Zeiten von Corona, wäre das quasi die Goldgrube. Ha? Virenkulturen, Alter. Boy. Wir transportieren Corona. Wir sind Corona quasi, ja. Jack wird fast sagen, weißt du was, wir machen erstmal, machen wir noch das hier, ja, die nächste Stufe mit 850 Kilometer, weil lange Strecken bringen am meisten Experience, habe ich so das Gefühl, und hier haben wir ein ordentlich, aua, Alter, ich kriege mir dort auf mein, erst beißt mir auf die Zunge, jetzt auf die Wange, was denn los, wahrscheinlich, weil mein scheiß Mund so trocken ist.
Mal direkt hier befeuchten. Ja, befeuchten, ey. Das muss feucht sein, ja. Feucht wie eine Mumu. So, Prost. So, was sollte ich sagen? Genau, das hier bringt 300 Kilometer, also, ja, fast 50% nochmal drauf. Also das bringt ordentlich was. Von daher machen wir jetzt erstmal das hier und dann werden wir nach und nach die Dinger hier oben abarbeiten. Und wenn wir das in Sack und Tüten haben, das oben, dann gucken wir, ob wir dann hier nochmal eins mehr bringen. Das muss ich gucken, wie lang die Strecken insgesamt werden. Weil wie gesagt, wenn wir da 4-5 Folgen an einer Strecke brauchen, ist auch kacke. Und dann gucken wir uns mal langsam denn hier die unteren Sachen an. Kann man hier irgendwas freischalten? Ne, auch nicht. Ja, wie gesagt, dann machen wir es so. Machen wir jetzt hier erstmal das dritte Ding. So, und dann gucken wir mal weiter. So, Frachtmarkt. Wir sind da und wollen nach da. Mhm. Was ist das? Nö. Wir bleiben erstmal hier so. Ich versuche erstmal hier so Italien so ein bisschen so frei zu fahren, ne? Damit wir da mal ein bisschen was kennen. Und dann versuche ich mal hier so rumzufahren. Damit wir hier so das gesamte Gebiet schon mal erkundet haben. Weil scheinbar können wir nur da Strecken annehmen, wo wir schon mal waren, wie es aussieht. Ich meine, ist sowieso egal, weil wir müssen jetzt sowieso da die Aufträge annehmen, wo wir gerade sind. Ich meine, wir könnten auch natürlich erstmal hier oben irgendwo hinfahren, aber da müssen wir erstmal dahin fahren. Bringt denn ja auch nichts. Von daher nehmen wir mal das hier. Ne, das hier. Ist sogar eine ganz wichtige Lieferung. Dringende Lieferung. Und zerbrechliche Fracht. Und hochwertige Fracht. Und alles andere auch noch. So. Klingt doch gut. Als Navi-Ziel einstellen. So. Auf geht's. So, dann können wir hinten gleich mal das Ding hier abarbeiten. Das abarbeiten und das abarbeiten wollten wir eigentlich. Achso, da hinten ist das Ding. Wo sind wir gerade? Achso, da sind wir. Hä, warum schickt ihr mich denn hier über Rom und Paris? Da kann ich doch einfach hier rausfahren, hier lang fahren und fertig ist die Sache. Okay, komm. Das Ding macht mich fertig gaga. Zum Losfahren. Dann fahren wir jetzt selber lang. Er sieht im Kopf nicht aus, weißt du das ja. Aua, 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 aua. Das war der Bordstein. So, schon aufpassen. Kommt von hinten was? Sieht man nicht? Kommt von da was? Links ab. Ich hatte toten Winkel. Egal, einfach fahren, einfach fahren. Neue Route finden. So. Biege nach rechts ab. Nein. Wie wär's mit links? Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, aber die du vorschlägst, ist scheiße. Ich fahr geradeaus weiter. Biege nach links ab. Nein. Kein Problem. Danke. Ich finde eine neue Route. Mensch, das Mädel ist kompliziert. Biege nach links ab. Ja, hier sieht auch geil aus mit dem Baum hier und alles. Demnächst links abbiegen. So. Iveco. Alter, wir entdecken hier alle behinderten Firmen. Gibt's auch mal normale Firmen? LKW-Händler. Wir haben DAF entdeckt, wir haben Iveco entdeckt und wir haben Renault entdeckt. Die drei behindertsten Firmen, die es gibt. Wo ist MAN, wo ist Scania, wo ist überhaupt irgendwas Sinnvolles? Meinetwegen auch noch Mercedes, das geht wenigstens einigermaßen. Aber die drei sind die drei schlimmsten Firmen ever. Ich meine, die hier bauen wenigstens optisch schöne und welche, die auch vom Fahrgefühl her gut sind und vor allem auch von der Innenausstattung. Also die hier, die gehen noch, ja. Das ist so gleichzustellen mit Mercedes-Benz.
Vielleicht sogar noch ein bisschen optisch schöner. Aber das beides hier kann man komplett in die Tonne treten. Und auch da würde ich persönlich kein LKW kaufen. Ja, die drei guten Firmen sind einfach nur Volvo, beste, danach Scania. Und dann, naja, kann man drüber streiten, je nachdem, was man machen möchte, MAN oder Mercedes. Mercedes eigentlich auch nur die Actros-Linie, jetzt die neuen, die gut sind. Ansonsten die alten von egal. Aber wie gesagt, das drei hier, das ist ja nur Schrott. Kannst ja direkt in die Tonne treten. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Hate-Kommentare ich in den Nachrichten bekomme. Ey, du, ich fahr auch DAF und DAF ist cool. Ich finde aber wirklich, Alter, gerade in Deutschland fahren offenweise Leute DAF. Links abbiegen und dann. Also wenn ich hier, weiß nicht, auf meinen Bus warte, bei der Schule immer, jeder zweite LKW ist ein DAF. Keine Ahnung, was die Deutschen mit ihren DAF-LKW haben. Biege nach rechts ab. Ist schon ein bisschen beängstigend. Demnächst links abbiegen. So, das da vorne dürfte dann wieder so ein Arbeitsmarkt sein, ne? So ein Arbeitslager. Biege nach links ab. Ach, Agentur, so ich sag den. Demnächst rechts abbiegen. So, und hier müssen wir hin. So hier? Nee, hier. Rechts ab. Es ist vorbei. So, Frachtmarkt. Was haben wir denn da? Ja, klingt in Ordnung. Annehmen. Schön die Mopeds hier transportieren. So, wo sind denn die eigentlich? Da nicht? Ja, jedes Mal reinigen die hier die Fenster. Also. Sehr auffällig. Wieder da hinten in die Ecke. Über diese Eckenkinder hier. Warum sind wir die Eckenkinder? So. Nee. Okay, wir müssen erstmal den Hänger wieder in richtige Flucht hier bringen. So, naja, immer noch ein bisschen hier, noch ein bisschen. So, und jetzt. Ah, das sieht schon besser aus. Aber jetzt richtig schön Rinder in die Ecke. Warte mal kurz, ich muss ein Fenster. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Was? Also. Oh, das wird zu knapp. Bisschen langziehen hier. Oh, schon besser. Ah, noch nicht langgezogen genug. So. Jetzt. Da, das sieht schon besser aus. Perfekt. Just perfect. Noch ein Stick. Geht doch. So, Motor aus und dann let's go. So. Okidoki. Wir haben 5 Stunden und brauchen 3 Stunden. Zeit zu gehen. Nee, brauchen 4 Stunden. Holy moly. Okay, dann let's go. Also auf der Strecke auch wieder nichts mit Schlafen. Na gut, dann müssen wir ein bisschen nach der Mission wieder schlafen gehen. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Was? Nur 40? Wird immer weniger hier. Nach rechts ab. Boah, Alter. Wisst ihr, so langsam kann unser LKW gar nicht fahren. Der kriegt gerade voll das Kotzen. Ah, lässt du mich vorbei? Den lässt du nicht. Natürlich lässt du mich nicht vorbei. Was ein Hurensohn. Was machst du jetzt? Na, fahr mal vielleicht ein bisschen hier. Okay, der lässt mich vorbei. Sehr schön. Ich wollte ja eigentlich Folgenpause machen. Upsi. Na gut, gucken wir mal, wo wir als nächstes parken können. Und dann machen wir da mal Folgenpause. Jetzt kommst. Für die nächsten 80 Kilometer keine Raststätte mehr. Ah doch, da kommt eine Raststätte. Easy. Können wir da mal parken gehen. Dann passt das. Siehst du, da haben wir ja gerade. Wie ist das? Wenn ich das richtig letztes gesehen habe, dann zahlen wir die Steuern ja immer 12 Uhr, ne? Wo ist das jetzt so? Ach, da, Bank. Nee, haben wir nicht bezahlt. Warum nicht? War das nicht letztens 12 Uhr, wo das Ding da kam mit dem, dass wir die Raten da bezahlt haben? Oder war das, weil ich das jetzt diesen Tag gemacht habe? Boah, warte mal. Oh, nee. Wenn man das exploiten kann. Ich kaufe mir jetzt nochmal zwei und löse die alten beiden ab. Wenn ich jetzt wieder einen Tag lang keine Raten zahlen muss, dann kann man das gesamte System exploiten. Wow, das müssen wir mal beobachten. Also, es ist jetzt 12.20 Uhr, genau. Das heißt, wenn wir morgen bis, ich sag jetzt mal, 12.22 Uhr keine Zinsen zahlen mussten, dann kann man das Ding wunderbar exploiten. Da musst du einfach nur jeden Tag deinen Kredit erneuern und bist damit fein aus dem Schneider. Ey, ich habe jedes Mal die Angst, dass mich diese Kackschranke da erwischt. Aber wir können jedes Mal einfach durchfahren. Ist also wirklich genau so getimt, dass man da wirklich mit maximal 30 km/h durchfahren darf. Ansonsten kriegt man die Schranke voll gegen das Gesicht. So, Tempomat reinmachen lohnt sich nicht. Da vorne ist ja direkt die Raststation. Ey, dann müssen wir nie wieder Zinsen zahlen. Ich meine, ich werde das natürlich trotzdem machen, keine Frage. Aber ich würde es jetzt zumindest mal testen, weil das wäre echt. Route neu berechnen. Das wäre echt krank, wenn das so einfach geht. So, dann, achso.
Immer schön die Handbremse, ne? Nicht vergessen. Sonst gibt's Klatsch auf den Po. So. Dann soll es das mit der Folge gewesen sein. Dann, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Wenn es denn dann wieder heißt, ja, obwohl LKW zum Schrott fahren. Ich meine, diese Folge wäre relativ unfallfrei, ne? Wow. Wenn man mal darüber nachdenkt, Digga. Naja, ja, bis zur nächsten Folge.